Hallo und willkommen zurück zu Resident Evil 4. So, es wird Zeit für das Finale Kapitel 16. Dann wollen wir gleich mal. Ashley. 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 Ich dachte, du würdest sterben. Ah, du hast mich gerettet. Dankeschön. Und du siehst besser aus. Es hat funktioniert. Louis sei Dank. Das warst du? Ja. Ja, das war ich. Wie hast du mich auf den Stuhl bekommen? Kannst du stehen? Ich stehe schon. Also. Eine Karte? Ja, habe ich. Hoffentlich eine Schatzkarte. Ich glaube, um hier rauszukommen, müssen wir da lang. Hey, wir sind ein Team, oder? Ja. Mach weiter. Und es ist dein Job. Was soll die sentimentale Frage? Oh. Was für ein freundliches Gesicht. Also war das die Entfernung der Parasiten. Das war alles, Louis? Ja. Dass wir noch leben, haben wir ihm zu verdanken. Mhm. Und dass wir in der Situation sind, wahrscheinlich auch. Komm schon. Hab ich jetzt so viele große Vorräte. Na egal, die wären wir los, indem wir MP-Munition in Hülle und Fülle machen. Naja, das war nicht in Hülle und Fülle. Das wäre eher in Hülli und Fülli, also die Baby-Version davon. Ist aber egal. Methoden zur Entfernung der Plager. Es gibt zwei Möglichkeiten, einen Wirt von einem Plager zu befreien. Injektion von Antigen sowie einem äußerlichen Eingriff. Ist der Parasit noch nicht geschlüpft, kann er durch Verabreichung eines Antigens abgetötet werden. Sobald die Inkubationsphase jedoch vorüber ist, kann auf diese Weise nicht mehr viel getan werden, außer das Wachstum des Parasiten zu verlangsamen. Bei der zweiten Methode wird der Plager gezielt von außerhalb des Körpers mit Hilfe von Strahlen einer bestimmten Wellenlänge abgetötet. Das ist jedoch nicht ungefährlich. Hat der Parasit an das Nervensystem seines Wirts angedockt, ist der Vorgang mit entsetzlichen Schmerzen verbunden und es gibt keine wirksame Betäubung für diese Art von Behandlung. Oh je, was wir da durchgemacht haben. Egal, selbst bevor der Parasit voll ausgereift ist, ist der äußerliche Eingriff mit hohen Risiken verbunden. Ist das adulte Stadium erreicht, ist es endgültig zu spät. Die Entfernung des Parasiten bedeutet den Tod des Wirts. Wenn man allerdings bedenkt, dass mit dem Wirt passiert, kann man den Tod wohl schon fast als Erlösung betrachten. Ja, das ist richtig und das sammle ich jetzt nicht ein. Ah, der ist, glaube ich, in der Mitte der Louis. Das Dreamteam vom europäischen Labor 6. Na, ich würde sagen, in der Mitte ist Louis. Ich bin mir aber nicht sicher. So, das sammeln wir nicht ein. Da ist noch mehr Text. Hier sind noch mehr Kisten. Settlers Absichten. Wer glaubt, dass die Plager nur ein Werkzeug zur Erschaffung mächtiger Biowaffen sind, irrt. Ihr wahrer Wert liegt in ihrer Fähigkeit zur Kontrolle. Wie sehr ein Individuum sich auch wehren mag, eine einzige Injektion kann jeden in einen treuen Diener verwandeln. Wer braucht noch Spione, wenn man den Feind von heute in den Verbündeten von morgen verwandeln kann? Nur einen einzigen Insider zu kontrollieren, kann eine ganze Organisation, wenn nicht gar eine ganze Nation, in die Knie zwingen. Die Massenproduktion der überlegenen Spezies hat dies möglich gemacht. Wir haben Settler Macht verliehen. Es ist offensichtlich, was er als nächstes vorhat. Was passieren würde, wenn Settler so viel Kontrolle erlangt, kann man sich kaum ausmalen. 6 Milliarden treue Diener unter seiner alleiniger Führung. Es gäbe niemanden, der sich ihm entgegenstellt. Keinen Krieg. Vielleicht gäbe es zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte Frieden in Anführungszeichen. Aber ich weiß, wie Settler und die anderen die Leute auf dieser Insel seit Generationen unterdrücken. Ich weiß, wie er sie behandelt. Das ist kein Leben. Und deswegen werde ich das auf keinen Fall zulassen. Na gut. Wir werden das natürlich auch nicht zulassen. Wir hauen den jetzt ordentlich auf die Fresse. E-Mails betreff unsere Abmachung von Louis. Ich habe die Forschungsdaten, die du wolltest. Lass uns treffen, Ort und Zeit, wie besprochen. Nur nochmal zur Sicherheit. Wenn ich liefere, bringst du mich hier weg, richtig? Ah, das sieht so aus, als ob es von Ada ist. Ich hoffe, du hast den Bernstein nicht vergessen. Ohne ihn sind deine Daten wertlos. Lass mich nicht mit leeren Händen zurückkehren. Wäre doch schade, wenn dein Platz frei bleiben müsste. Unseren Code weißt du noch, oder?
Entspann dich, hab ihn nicht vergessen und mach dir keine Sorgen um den Bernstein. Mir fällt schon was ein. Kannst du mir vielleicht eine Packung Kippen mitbringen? Marke ist egal. So, keine Qualitätsansprüche, was seine Zigaretten angeht. So habe ich Louis in Erinnerung. Zusammengeklaut. Ja, sieht danach aus. Ich dachte, das wäre jetzt eine Tonspur. Der Bernstein, diese Probe, die ich den Bernstein nenne, hat einfach im Lager rumgelegen und Staub gesammelt. Wir hatten früher haufenweise Exemplare für Experimente. Es ist also gut möglich, dass dieses einfach übersehen wurde. Eigentlich habe ich ihn nur wegen seiner außergewöhnlichen Form in mein Labor gebracht. Sieht doch aus wie normaler Bernstein. Nach einer ersten Analyse habe ich meine Meinung geändert. Der Bernstein hat eine sehr besondere Eigenschaft. Zwar ist der Parasit noch sehr klein und befindet sich in einem Übergangszustand, doch er trägt ganz offensichtlich das gleiche Organ in sich wie die dominante Spezies, die wir bisher nur bei Settler gesehen haben. Wenn er sein volles Entwicklungsstadium erreicht hat, könnte der Bernstein es mit Settlers Kraft aufnehmen, sie vielleicht sogar übertreffen. Leider wurde der Bernstein von Settler konfisziert, bevor ich weiter daran forschen konnte. Er beobachtet mich sicher. Ich muss mir diese Probe zurückholen und fliehen, um meine Forschung woanders fortsetzen zu können. Es ist die einzige Möglichkeit, Settler die Stirn zu bieten. Natürlich kann ich dieser Gruppe von außerhalb genauso wenig trauen, aber ich bin schon so weit gekommen. Hoffentlich kann ich mich wie immer irgendwie aus der Sache rausmogeln. Mir bleibt nichts anderes übrig. Um der Welt willen. Na gut, das war sehr viel Text. Jetzt wird's Zeit für sehr viel Action. Hoffe ich zumindest. Ich bin bewaffnet bis an die Zähne. Selbst meine Zähne sind bewaffnet. Das wollen wir doch mal sehen. Okay, da müssen wir hoch. Und... Wie wär's, wenn wir die nehmen? Ja, das klingt auch gut. Ich will aber sehen, was hier ist. Nix. Nicht mal was zum Looten. Kein Schatz, kein Nix. Ah, na gut. Räuberleiter. Wie gesagt, wir sind ein Team. Ja, ja. Gutes Team sind wir. Holst du die Leiter dann runter? Dankeschön. Bist schon richtig geübt. Ja. Geht's dir wirklich gut? Ja. Mir ging's nie besser. Gut. Das würde ich nicht sagen. So im Strand oder in so einem Wellnessbad wäre ich jetzt lieber als hier auf dieser Kackinsel. Naja, was will man machen? Settler, wird Zeit, dass du in deinem Namen alle Ehren machst. Die Frau, die uns geholfen hat. Glaubst du, es geht ihr gut? Ja, bestimmt. Oh, ich bin sicher, da geht's prima. Die haut so leicht nichts um. Scheinst sie gut zu kennen. Ich kenne sie genauso gut wie... Keine Ahnung. Ich dich kenne. Ich habe euch erst in dem Spiel kennengelernt. Ja, ist ja gut. Oh, du hast Pistolenmunition gefressen. Das ist aber ungesund. So, Ashley, muss ich dir hochhelfen? Das schaffst du. Na gut. Ich glaube, ich würde da nicht hochkommen. Na gut. Lord Settler, Zeit, dass du Zed wirst. Okay. Okay, ist nur eine Säule. Das ist das Insekt. Hab ich doch gewusst. Ja, ja, ja. Halt mal still. So. Noch irgendwelche Insekten. Bin mir da so unsicher. Die sind echt gut getarnt. Muss man den lassen? Das war wieder nur eine Säule. Und der Händler ist hier. Und eine Schatztruhe. Oh, ein Goldbarren. Oh, her damit. So. Was können wir machen? Auf jeden Fall Pistolenmunition. Oh, MP-Munition kann auch nicht schaden. Kräutermischung. Ja, tun wir noch was Gelbes rein. So, ansonsten Schätze. Edelsteine einsetzen. Lilana kommt dahin, der Grüne kommt dahin. Und dann kann man hier schön Rot und Blau. Das sieht doch schön aus.
So, und dann können wir, glaube ich, alles verkaufen. Ah, die Arbeit ruft. Na, auf jeden Fall. Und die Piseten rufen auch. Ich hoffe, du hast was richtig Schönes Willkommen. Jetzt für mich. Ich habe nur die feinste Ware im Angebot, Fremd. Ja, das hoffe ich doch. Bin ja hier inzwischen Stammkunde. Ich kaufe fast alles. Und ich verkaufe fast alles. Wir passen wunderbar zusammen. So. Danke. So, das brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. Das reparieren wir hier. Neu. Haltbarkeit könnte theoretisch hoch. Gute Arbeit. Ach, reparieren wir erstmal alles. Erste Hilfespray. Auf jeden Fall Rohstoffe. Oh, du hast nicht mehr. Dann können wir noch was tunen mit dem, was wir haben. Magazingröße, Nachladegeschwindigkeit. Eine gut eingestellte Waffe kompensiert mangelndes Können, Partner. Oh, vielleicht hier die Angriffskraft nochmal hoch. Bin mir nicht sicher. Bei der MP wäre auf jeden Fall die Nachladegeschwindigkeit empfehlenswert. Für diese Arbeit braucht es Fingerspitzengefühl, Fremder. Auf die Details kommt's an. Wirst schon sehen. Probier mal, ob's passt. Ja, haben wir gerade das Geld. Braucht es Damit hättest du unseren Standardservice für diese Waffe ausgeschöpft. Wenn du mehr willst, tja, du verstehst mich sicher. Ja, na gut. Wenn du noch was zu erledigen hast, solltest du dich besser drum kümmern, bevor du da lang gehst. Du willst dich doch nicht den Rest deines Lebens fragen, was wäre wenn, richtig? Das ist richtig, aber ich bin sehr zufrieden mit meiner Auswahl und mit meiner Waffe. So, das überschreiben wir mal. Und dann sind wir gerüstet. Lord Zettler, her mit dem Fressbrett. Leon, sieh nur! Ist das nicht... Ada, was machst du da? Und wieso bist du nicht tot? Hast du einen Parasiten in dir? Also, da brauche ich die... Ich sehe keinen Parasiten. Die sieht noch frisch aus. Bleib hier. Bin gleich zurück. Okay. Ich dachte, wir sind ein Team. Na gut, muss ich zumindest nicht mich um ihre Sicherheit sorgen. Hey da! Ja, bist du jetzt wach? Schieß doch mal auf die Leon. Hier hat die sich befreit. Nicht viel Wirkung zu zeigen. Unwürdige Kreatur! Hast du mal in den Spiegel geschaut? Du hast den heiligen Leib verschmäht. Das Privileg, eins mit uns zu werden. Ja, das hätte ich immer wieder getan. Schieß doch gleich drauf. Erklärung. Vergebung. Rat mal, wofür ich einen Raketenwerfer aufgehoben habe. Auf 6. Okay. Das mach mal nochmal. Die Raketenwerfermunition kann ich nicht so verschwenden. Oh. Oh, okay. Wir sind gleich wieder da. Ich werde alles kippen. So. Nichts passiert. Ah, fuck. Du hast ein großes, glitschiges Auge, das gefällt mir. Das gefällt mir.
Lad doch nach. Ich habe doch extra Nachladegeschwindigkeit nach oben. Nachladen. Ja, und wir machen die Welt jetzt ein bisschen besser. Sehr gut. Ein Auge schon mal down. Ich bin nicht genügend ausgewichen. Ich hab's jetzt bemerkt. Ja, damit. Ah, das hätte man umgekehrt machen sollen. Nachladen. Nachladen. Oh. Bleib mal stehen. Ja. Komm schon, renn. So. Warst du schon? Ja, dafür ist der Raketenwerfer gut. Oder auch nicht. Da kommt er ja nochmal. Ich hab genug von deinem Scheiß. Ja. Ist das jetzt deine finale Form? Oder hast du noch ein paar davon? Ja, in die Mitte zielen, würde ich mal sagen. Mit der Stingray. Endlich ein Look, der zu dir passt. Hässlich, innen wie außen. Aber ich muss unser Date leider abbrechen. Und nur, dass das klar ist. An mir liegt's nicht. Lad doch nach. Schieß hier doch auf die Rübe. Was willst du von mir? Au. Muss ich irgendwas machen? Muss ich irgendwas machen? Außer auszuweichen. Au. Au. Gib mir doch mal die Chance auszuweichen hier. Okay, die Chance hatte ich. Ja, danke, noch ein. Ein Spezialraketenwerfer. Yeah. Der hieß Osmund mit Vornamen. Kein Wunder ist er so böse. Ja, musste ich erstmal richtig auskotzen hier. Nein, die schöne Waffe. Ah, die liegt neben mir. Ein Glück. Ich glaube, dem Settler geht's nicht mehr so gut. Das ist bestimmt einige Peseten wert, was hier neben mir liegt. Ada, was soll das werden? Nimm's nicht persönlich. Ich nehm's aber persönlich. Ja, ich weiß, ich habe eure Mails gelesen. Pass gut drauf auf. Hey, wo hast du den anderen Heli her? Kommst du? Was ist mit Ashley? Ich fürchte, ab hier gehen wir getrennte Wege. Verstehe. Ja, Mensch, die hat immer so eine Laune. Mein Ashley! Beeil dich lieber. Na, und ob ich mich beeilen werde? Oh, ein Schlüssel zu irgendwas. Bestimmt zu einem Boot. Bis nächstes Mal, Leon. Ciao, Ada. Leon! Ja? Wo will sie hin? Wer weiß. Ich verstehe nicht. Wie kann sie einfach... Komm, hier geht alles hoch. Moment, was? Ja. Ja, warum geht denn alles hoch? Hat Settler so einen Totmannschalter gehabt?
Oh je. Eine getimte Mission. Ruhig, okay, auf geht's. Ja. Vielleicht sollte ich nochmal speichern. So viel Zeit muss sein. Und auf geht's. Weg hier. Endlich kann nach Hause. Noch haben wir es nicht geschafft. Ja. Yeah. Oh nee. Oh nee. Komm schon, Ashley. Sehr gut. Danke. Gern geschehen. Jederzeit wieder. Ja, ja, El Contrado. Oh, ich geht's echt nicht sie gut hier. Was ist los? Ohne ihren Anführer sind sie nichts. Game over für sie. Ja, Leon, mach hin. Ashley, pack mit an. Es geht hier um Zeit. Na gut. Dann lass mal die mal am Leben. Das spart auch Munition. Ja, bitte. Ja, Jetski. Zwar kein Boot, aber trotzdem gut. Dann halt dich fest. Nennen. Ah, ich kann selber steuern. Das gefällt mir. Das ist eine Riesenfestung. Entschuldigung. Okay. Jetski ist anscheinend kein Spielzeug in dem Spiel. Ich halt mich doch fest. Schön langsam jetzt. Mein Jetski hat nicht mehr so viel Leben. Nicht mehr so viel Leben. Ah, das. Komm schon. Oh, das sieht beeindruckend aus. Ich bin beeindruckt. Aber mein Jetski wird das niemals überleben. Niemals. Ui. Na, da haben wir uns aber irgendwie geduckt. Doch nicht dagegen. Okay, ein paar Sekündchen haben wir hier noch. Und ich sehe den Ausgang. Ich sehe den Ausgang. Komm schon. Mitten raus. Yeah. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Alles okay? Ja, mir geht's klasse. Nochmal. Das war's wohl mit Las Plagas. Zumindest hier auf der Insel. Hey, wieso regnet's denn sofort? Oder war das eine Unterwasserexplosion? Oh. Wie schön. Mission erfüllt, was? Mhm. Würde ich mal sagen. Mission erfüllt. Wenn du zu Hause bist. Das ist richtig. Danke für alles. Bitte, klar bitte. Doch. Weißt du, ich könnte meinen Dad bitten, dich meinem Personenschutz zuzuweisen, wenn du willst. Oh. Ich weiß, was das heißt. Du kommst ganz gut alleine klar. Du Idiot, die flirtet mit dir. Solltest du noch mal üben. Na komm. Ab nach Hause. Oh. In den Sonnenuntergang wird jetzt geritten, nachdem wir mit dem Jetski Condor fertig One? Sind. Basis an Condor One, hörst du mich? Kommen! Ich komm ja. Ich sagte kommen, ist das Ding denn an? Leon, geht es euch beiden gut? Ja, ich bin am Kommen, was Wo willst du? Wo bist du? Komm schon! Gib mir eine Minute. Ach, das war ein schönes Spiel. So, wir sind am Ende der Let's Play-Reihe angekommen.
Es hat mir echt riesengroßen Spaß gemacht, Resident Evil zu spielen. Das war, wie ich schon öfter gesagt habe, mein Einstieg in die Serie praktisch. Ich fand es richtig cool. Da werden auf jeden Fall noch andere kommen. Resident Evil 6 habe ich auf jeden Fall auch schon im Steam-Inventar. Genau. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Und wir sehen uns bei hoffentlich einer meiner anderen Spiele, die ich Let's Playen werde. Da kommt noch einiges auf uns alle zu. Genau. Macht's gut! Stell mich durch. Ich habe den Bernstein. Ausgezeichnet. Eine Frage. Was wirst du damit anstellen? Ich bezahle dich nicht für Fragen. Nur so viel soll verraten. Ein neues Zeitalter bricht an. Hunderte werden ihr Leben für das eines Einzelnen geben. Ich treibe diesen Wandel voran. Dann geht es um Millionen von Opfern. Milliarden. Wie ehrgeizig. Wir ändern den Kurs. Los.